In seiner bisher weitesten Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar 2022 ist der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj am Samstag im japanischen Hiroshima eingetroffen. Er will dort am Sonntag am Gipfeltreffen der 7 führenden westlichen Industriestaaten teilnehmen. Selenskyj war aus Sicherheitsgründen mit einem französischen Regierungsflugzeug von Saudi-Arabien nach Japan geflogen. Dort hat er am Gipfeltreffen der Arabischen Liga teilgenommen, um für Unterstützung für sein Land im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg zu werben. Der Besuch in Hiroshima, der Stadt des Friedens, gilt als sehr symbolträchtig. Die Stadt wurde 1945 durch eine US-Atombombe fast völlig zerstört. Selenskyj wirbt in Japan um weitere Hilfe. Dabei dürfte es vor allem um Kampfjets gehen. Bereits am Freitag hatte US-Präsident Joe Biden im Kreis der G7 angekündigt, dass er mit der Ausbildung ukrainischer Piloten auf modernen westlichen Kampfjets wie der F-16 einverstanden sei.